Also, jetzt wird's langsam ernst. Mach dir keine Sorgen. Jack, mein Copilot, ist ein Ass und die Wetterbedingungen sind optimal. Ja, das sagst du nur, um mich zu beruhigen. Habe ich dich jemals belogen? Dann kann ich mich also darauf verlassen, dass du diesen Irrsinn unbeschadet überstehst, ja? Was soll ich sagen? Der Lack ist ab, aber das Fahrgestell ist voll in Schuss. Pass trotzdem gut auf dich auf. Versprochen. Sobald ich im Ziel bin, rufe ich dich an. Frederick, let's go. Okay, ich muss Schluss machen. Es geht los. Beatrice? Ja? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und Friedrich, du schaffst das. Hallo? Jetzt müssen wir Papa ganz fest die Daumen drücken, hörst du? Okay, let's go. Entschuldigung. Hotel Fürstenhof, Rezeption, Sonnenbichler, was kann ich für Sie tun? Mrs. Stahl? You want to talk to Mrs. Beatrice Stahl? Oh, I'm sorry, she's not available right now. Would you like to leave a message for her? Ich rufe Sie gleich noch mal zurück. Herr Sonnenbichler, kommen Sie doch rein. Nett, dass Sie vorbeischauen. Bei mir geht's wirklich schon wieder viel besser. Bisschen Kreislaufschwierigkeiten noch. Hat Ihnen Ihre Frau das gar nicht ausgerichtet? Frau Stahl, ich habe gerade einen Anruf erhalten aus Schottland vom Büro des Rennveranstalters. Ja, und? Ihr Mann hatte einen Unfall. Ist er im Krankenhaus? Hat er sich was gebrochen? Ich fürchte, also es sieht so aus, als wäre der Herr Stahl bei dem Unfall ums Leben gekommen. Es tut mir wirklich sehr leid. Kann ich denn irgendwas für Sie tun? Das ist doch wohl ein geschmackloser Scherz. Leider nein, der Wagen Ihres Mannes ist über eine Klippe gestürzt. Das kann nicht sein. Das war nicht Friedrich. Niemals. Und was heißt das überhaupt? Es sieht so aus, als wäre er ums Leben gekommen. Sie wissen doch gar nichts Genaues und verbreiten solche Ungeheuerlichkeiten. Ja, die Bergungsarbeiten laufen noch. Der Anrufer hat doch bestimmt Englisch gesprochen, nicht wahr? Und Ihr Englisch, Herr Sonnenbichler, ist weiß Gott lausig. Herr Stahl, ich hab den Herrn wirklich... Friedrich lebt, verdammt noch mal! Wäre ihm was passiert, dann hätte ich das gespürt. Verstehen Sie?